Schreckliche Situation. Ameisen wieder im Haus oder im Garten fressen sie wieder die Jungpflanzen. Oder beschädigen den Wurzelbereich. Was kann ich gegen diese schrecklichen Biester tun, die meine Komfortzone stören? Am besten so schnell wie möglich und wenn auch mit Gift. Wow, wow, wow. Ein bisschen ruhiger, Kollege. Entspann dich. Wir Gärtner und auch Menschen haben das ein und andere Defizit im Verständnis von Ameisen. Ungeziefer. I doubt it. Oder würden ohne diese kleinen Insekten unser Ökosystem zusammenbrechen. Die Ameisen sind eines der erfolgreichsten Insektengruppe hier auf der Erde und dieser Erfolg ist gerechtfertigt und sehr wertvoll für die Natur, auch wertvolle Aufgaben, die wir uns in unserem Garten zunutze machen können. Die Bodenbelüftung. Ameisen sorgen für eine bessere Bodenstruktur und Durchlüftung aufgrund des Grabens von Tunneln und ihren Nestern. Sie lockern unter anderem den Boden auf, wodurch auch die Pflanzenwurzeln besser gedeihen können. Auch wenn es ab und zu mal vorkommt, dass dann die Ameisen die Nestern direkt an die Pflanze ransetzen und dadurch die Pflanze vielleicht nicht ganz gefestigt und stabil ist und deshalb umkippen und eingehen kann. Da kommen wir dann später dazu, was man dagegen tun kann. Zusätzlich unterstützen die Ameisen den Nährstoffkreislauf und die Fruchtbarkeit des Bodens, weil sie Pflanzenteile und auch andere Tierchen und Insekten in ihrem Tunnel und ihrem Bau zersetzen und durch ihre Exkremente einfach dafür sorgen, dass sich zum Beispiel Pilze und Mikroorganismen ansiedeln. Und es ist auch sehr spannend, dass es einige Ameisenarten gibt, die Pilze züchten. Vielleicht auch die Art von Pilzen, um high zu werden. Ich bin voll high, Digga. Die Ameisen sorgen auch für ein Gleichgewicht in der Artenvielfalt. Wenn die Ameisen zum Beispiel nicht saugen, dann kann es unter anderem passieren, dass sich andere Arten dann invasiv vermehren und dann auch letztlich als Plagen bei uns vorkommen. Somit können sie auch wertvolle Aufgaben in der Schädlingsbekämpfung übernehmen, Raupen und auch Läuse, wobei auch bei letzteren diese auch sehr gerne nutzen, um sie halt zu versklaven. Also das heißt, sie nehmen dann die Läuse, setzen sie auf deine Pflanzen, damit die den Honigtau, den die Blattläuse absondern, abmelken können. Die sind auch schon sehr schlau. Sie beschützen auch ihre Sklaven. Warte mal, ich meine natürlich freiwillige Mitarbeiter. Da hat es dann der Marienkäfer unter anderem ein bisschen schwierig. Gibt natürlich auch einige Hausmittel und Methoden, um das Problem auch zu bewältigen, wenn das zum Beispiel Überhand nimmt. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Ameisen auch für die Samenverbreitung von verschiedenen Pflanzen zuständig sind. Also nicht wundern, wenn man irgendwo mal Kulturpflanzen aufgehen, obwohl du sie da nicht gesät hast. Können die Ameisen gewesen sein. Oder auch Eichhörnchen bei Walnuss. Was kannst du jetzt machen, wenn die Ameisen dich doch stören? Ja, bevor wir in die verschiedenen Methoden reingehen, ist mir es auch sehr wichtig zu bestimmen, um welche Ameisen sich das überhaupt handelt. Es gibt da viele verschiedene Arten. Manche, die halt oberhalb ihr Nest bauen, sieht man mal bei ziemlich großen Wiesen, zum Beispiel bei mir auf der Wildblumenwiese. Manche, die halt dann unterirdisch graben, zum Beispiel die goldenen Ameisen oder auch die ganz klassischen Waldameisen und auch die Feuerameisen. Es gibt auch Ameisen, die versklaven andere Ameisen. Also die haben zum Teil auch wirklich einen starken Krieg. Die Ameisenwelt ist schon richtig. Das erste, was ich versuche, wenn die Ameisen mich dann doch mal stören, ist das Nest umzusiedeln. Ist dann meistens bei Ameisen, die oberirdisch bauen, zum Beispiel die ganz normalen herkömmlichen Schwarzen, wie man sie kennt, oder auch dann die Waldameisen. Da nehme ich dann gerne einen Terrakottatopf, tue auf das Nest drauf und warte dann, bis dann die Ameisen darunter ihr Nest weit aufgebaut haben. Dann nehme ich einen Spaten oder die Kelle und versuche dann das ganze Nest mit so vielen Ameisen und Königen wie möglich in diesen Topf reinzubekommen und dann auch umzusehen, damit sie nicht an ihrem alten Standort zurückkommen. Du kannst natürlich auch so mit dem Spaten versuchen, das Nest auszuheben und umzusehen. Aber Vorsicht, lange Sachen und Handschuhe könnten von Vorteil sein. Also du bist ein wahrer Mann, dann lässt du sie auf der Haut rumkrabbeln und die Stiche dienen zur Abhärtung, falls du sie spürst. Ameisen nutzen Duftmarken für ihre Orientierung. Schrittweise bauen dann so die Ameisen ihre Ameisenstraßen, um halt Stück für Stück den einfachsten Weg herauszufinden, um unter anderem Futter zu bekommen. Diesen Mechanismus können wir uns auch zu Nutzen machen, indem wir die Ameisenstraße einfach ablenken und woanders hinbringen, wo es halt zum Beispiel mehr Futter gibt. Das mache ich sehr gerne mit meinen Küchenresten, wenn da Obst dabei ist. Und das ist dann wie beim Cartoon, dass ich dann immer so eine
so eine Pforte lege, wo sie dann einen großen Haufen zum Beispiel bekommen. Ja, ich möchte ihnen einen besseren Teller anbieten, wo sie sich gut vollfressen können. Und wenn ich sie dann umsiedle, dass sie auch dann in der Region, wo ich sie gerne hätte, auch bleiben. Du kannst auch mit Gerüchen spielen, damit die Ameisen abgelenkt werden oder abgeschreckt. Zum Beispiel mögen sie den Geruch von Zimten. Im Internet gibt es bestimmt auch noch weitere einfache Hausmittel, Kräuter, wenn nicht sogar Produkte, die halt bestimmte Gerüche ausströmen, die dann die Ameisen von einem bestimmten Ort abhalten, aber nicht das mit dem Giften. Du könntest auch für die Ameisen das Gefühl einer Sinnflut herstellen. Denn wenn du regelmäßig bei den Ameisen gießt, beziehungsweise in ihrem Bau Wasser einlässt, wenn sie zum Beispiel in der Nähe von einem Pflanzen wachsen, kann es ja durchaus passieren. Solche Störungsmaßnahmen in ihrem Bau oder durch regelmäßigen Zerstörungen sind die dann auch irgendwann dazu geneigt, einfach umzusiedeln. Es ist das gleiche wie bei uns, wenn dein Haus die ganze Zeit eingerissen und kaputt gemacht wird, dann hast du vielleicht auch irgendwann mal keinen Bock mehr, das Haus wieder aufzubauen, sondern gehst an einen anderen, sichereren Ort, wo das Haus nicht kaputt gemacht wird. Du könntest dir auch einen Ameisenbären als Nützling anschaffen. Ich weiß nicht, ob man das so in Deutschland überhaupt bekommt, vielleicht im Darknet. Und ich wüsste auch nicht, wie man den naturnah halten könnte. Genau. Neben dem Einsatz von Gift ist Backpulver auch eine ziemlich uncoole Variante, um die Ameisen aus dem Weg zu bringen, denn durch das Backpulver platzen die Ameisen. Also bitte das auch nicht nutzen. Vor allem nicht in der Falle, wo du sie dann mit Zucker noch irgendwie anlockst und dann jetzt noch Backpulver mit reingeben. Und du solltest dir immer bewusst sein, dass wenn du Gift einsetzt, dieses Gift auch auf dich zurückkommt. Deine Frau nimmt das in der Schwangerschaft auf und gibt es an ihrem Kind weiter. Und die Gifte akkumulieren sich. Dann bei der Geburt hast du dann diese Erwartung. Und dann bei deiner Geburt stellst du fest, dass dein Kind eine Einschränkung hat, eine Behinderung. Und du fragst dich nur: Warum? Warum ich? Ich bin doch ein Gutmensch. Und nun muss ich so viel blechen und so viel Aufwand für meinen Sohn oder meine Tochter, damit sie noch ein würdiges Leben bekommen, nur weil ich Gift eingesetzt habe. Ach ja, noch zu dem Mythos, dass Ameisen eventuell noch ein paar Löcher zum Beispiel in den Kohlrabi reinbohren. Das machen sie nicht. Da sind andere Tierchen dafür verantwortlich, zum Beispiel die Schnecke, die macht dann ein Loch in den Kohlrabi rein und die Ameisen kommen einfach nur, um halt diese Säfte abzumelken. Es sind nicht die Ameisen, die schuld sind, wird halt ihnen gerne die Schuld gegeben. Leute regen sich deswegen auf und versuchen dann was gegen die Ameisen zu machen, obwohl es eine False Flag ist, es war die Schnecke. Und Sepp Holz erwähnt auch in seinem Buch, wie wertvoll er Ameisen findet und dass er auch Menschen verachtet, wenn die Ameisen nicht respektieren und meinen, sind ja nur Ameisen, kann man drauftreten, kann man beseitigen und so. Der Agrarrebell. Diese kleinen Tierchen sind nicht belanglos, sind sehr wichtig für unser Ökosystem und du könntest dich auch etwas glücklich schätzen, vielleicht hier in der nördlichen Hemisphäre zu wohnen, bei den ganz kleinen Ameisen, denn es gibt auch die in der XXL-Version in den Tropen und ja, die sind dann vielleicht nochmal ein bisschen anders drauf. Auf weitere spannende Videos klicken zum Thema Permakultur, die dir auch weiterhelfen können, deinen Garten naturnah zu gestalten, gute Erträge zu bekommen und auch deinen Boden fruchtbar zu machen. Du kannst mir auch gerne unten in die Kommentare deine Erfahrungen zu Ameisen schreiben und vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wie du sie vielleicht mal zum Umsiedeln gebracht hast. Friedlich natürlich, alles friedlich. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.